Schön, dass du da bist. Wir wollen ein bisschen über deine Geschichte reden. Ich darf es mal anteasern. Wer dich nicht kennt, Dero Goy, du warst eine ganz bekannte Persönlichkeit durch die Tätigkeit als Leadsänger der Gruppe Umf. Sagst du mal, das eines der bekanntesten Lieder? Das war Augen auf. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Erstmal kurz ansingen. Damit. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ja. Okay, gut. Das war also so ein Kinderreim, der dann so in einem gruseligen Horrorvideo verbraten wurde. Das war meine Zeit, ja. Ja, und Gott ist ein Popstar. Genau. Ich bin Gott, glaube ich, war auch ein Lied. Oder? Ich bin der neue Gott. Der neue Gott, ja. Also wir hören es an den Titeln ein bisschen heraus. Es war eine Zeit, wo du mit deiner Band nicht nur sehr erfolgreich warst. Ich habe gelesen, in den 80er Jahren wart ihr in den US-Charts, habt ihr gestürmt. Und habt aber auch sehr viel Texte verarbeitet, tiefe Texte mit Kritik an Gesellschaft, Politik und an Gott natürlich. An Gott. Ja. Das war für mich dazu, ich war im Kampf, im Krieg, in Rebellion gegen Gott. Jetzt weiß ich als wiedergeborener Christ, das ist unser Grundzustand, wenn wir geboren werden. Wusste ich damals nicht. Ja. Aber ich war wirklich böse mit Gott. Also, ja. Und bevor wir darauf eingehen, wie das passiert ist in deinem Leben und was dann die Wendung gebracht hat, weil die Wendung ist ja, du hast es angedeutet in dem Song, dass du eine Beziehung zu Gott hast. Manche nennen dich sogar einen Missionaren, einen Botschafter Gottes. Sollten wir alle sein als Christen, genau, bist du. Machst da keinen Hehl draus, bist nicht mehr in der Band. Das hat Gott so geführt, machst jetzt andere eigene Projekte, die genau die andere Message verkünden, auch so den Glauben fördern, die Beziehung zu Gott fördern. Aber wir gucken mal zurück. Wie ist das gekommen, dass du so diese anderen Texte geschrieben hast? Was ist deine Geschichte hinter dieser, ich nenne es mal, Wut gegen Gott? Ja. Also ich bin religiös aufgewachsen, sage ich aus meinem heutigen Standpunkt heraus, also katholisch, ja, nicht wiedergeboren, aber schon mit Beziehung zu Gott. Ja, ich wusste, es gibt einen Gott. Ich habe den auch immer ganz deutlich gesehen. Sonntags hing der da ganz deutlich vor mir am Kreuz. Mit all seinem Leid und so. Ich konnte mich als Kind da wiederfinden, weil in meiner Familie gab es auch viel Leid. Alkohol, Missbrauch, Gewalt. Und da konnte ich mich wiederfinden in dem Leid, was da der Christus am Kreuz widerspiegelt. Ich habe damals auch gebetet, dass doch bitte alles wieder heil wird in meiner Familie, aber es wurde nicht so. Und dann habe ich mich wohl losgesagt von Gott. Ich habe gesagt, okay, dann gehen wir jetzt getrennte Wege. Und ich war auch böse auf ihn, ne? Dass er wirklich das hat alles zerbrechen lassen und mein Gebet nicht erhört hat. Ja. Dann war ich ganz lange im Krieg. Ja, das hat man in meinen Texten gehört. Ich habe wirklich offensiv gegen Gott gesungen, gegen die Kirche allerdings auch, weil ich kannte ja nur den Katholizismus, für mich war christlicher Glaube war Katholizismus, was natürlich Unsinn ist, weiß ich heutzutage. Das sind vielleicht die Prominentesten, aber das heißt nicht, dass sie wirklich stellvertretend fürs Christentum stehen. Ja, und dann habe ich in meiner Musik versucht, meine ganze Wut, meinen Seelenschmerz, den ich auch hatte durch meine, sage ich mal, kindheitlich traumatischen Erfahrungen, dann da zu filtern. Das fühlte sich erstmal gut an, wie so eine Schreitherapie, wie so eine Urtherapie, bin ich da den ganzen Frust losgeworden. Aber es war trotzdem Leere in mir. Ja? Ich wurde dann auch immer erfolgreicher mit der Musik, habe dann auch auf großen Festivals gespielt, Rock am Ring, Rock im Park, Wacken ist, glaube ich, allen ein Begriff. Man steht da vor 80.000 Leuten, wird abgefeiert, aber trotzdem kommt man leer zurück. Wirklich nur aufgekratzt, aufgepusht, aber leer. Ich frage nochmal so ein bisschen nach, weil es eine coole Geschichte ist. Ich glaube, wo wir uns alle auch, wenn wir um die Ecke denken, ein bisschen einfädeln können. Ich glaube, wir alle kennen das, dass es so Sachen gibt, wo wir Gott nicht verstehen, vielleicht wütend sind. Ja. Wenn wir ehrlich sind, ist die Bibel voll von den Geschichten von gläubigen Menschen, die auch sagen, ich check das nicht, Gott. Ja. Die Psalmen sind voll. Auf der anderen Seite dann, eigentlich ist es ja ein Schrei nach Liebe, nach Annahme. Und viele kompensieren das dann mit irgendwas. Du hast das ja sehr, sehr deutlich dann kompensiert, nenne ich es mal, auf einer Bühne dich abfeiern zu lassen. Und trotzdem, das geht, glaube ich, vielen Menschen so, hat man dann am Ende dieses Tunnels diese Leere. Das hast du auch erlebt, ja? Also, absolut. Ja. Also je erfolgreicher ich wurde, eigentlich desto leerer wurde ich, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass das irgendwie falsch ist. Das glitzert zwar und das ist
das kommt viel Resonanz entgegen, aber es ist keine wahre Liebe. Es ist auch nicht das, was mein inneres Loch füllen kann. Hm. Es ist eher wie eine Droge. Eine Droge kann dir auch dein inneres Loch nicht füllen. Sie kann vielleicht deine Ängste, deine Schmerzen erstmal runterdrücken, aber dann wird es immer schlimmer. Und ich war eigentlich auch auf der Suche nach dem tieferen Sinn des Lebens, habe ihn aber dort nicht gefunden, im Erfolg oder im Alkohol, im Rausch, im Exzess, was da alles mit verbunden ist, mit dem Leben als Rock'n'Roller, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich habe das nicht gefunden, habe aber immer weiter gesucht. Ja, und dann hat Gott, so tut er das manchmal, mir den Teppich unter den Füßen weggezogen, dass ich mal auf die Nase falle, weil erst als ich auf dem Boden lag, habe ich auch wirklich nach ihm gerufen. Das ist dann passiert, als mein kleiner Sohn mit 3 Jahren an Krebs erkrankt ist. Wird man machtlos, hilflos und fragt sich, wie soll das jetzt weitergehen? Was ist jetzt überhaupt der Sinn des Ganzen? Und ich bin dann in der Charité, in dieser Krebsklinik dann da, bin ich unten in die Kapelle gegangen. Da stand nur ein nacktes Kreuz, ohne Jesus dran. Heute finde ich das auch weitaus sympathischer als die katholische Variante, weil es halt die Auferstehung signalisiert, den Sieg über den Tod. Und bin dann da hingegangen und hab gebetet, hab gefleht, geweint und hab gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich jetzt, dann offenbar dich mir jetzt, hilf mir. So. Und ich habe sogar gebetet, nimm mich, nimm nicht meinen Sohn, nimm mich. Mhm. Und rückblickend hat dann mal einer meiner jetzigen Brüder, also Glaubensbrüder, gesagt, siehst du, und der hat dich genommen. Anders als du es gedacht hast, aber er hat dich genommen. Ja, mein Sohn hat dann sein Auge verloren, das war ein Augenkrebs und ist aber nichts weiter draus geworden, also jetzt in dem Sinne nichts Schlimmeres, hätte er auch streuen können, es hätte den Tod herbeibringen können. Nein, es war völlig isoliert, keine Chemo, keine Bestrahlung, hat halt ein Glasauge, kann damit gut leben. Er kennt es nicht anders, weil er war 3 Jahre, jetzt ist er 17. Also er kennt es nicht anders. Aber mein Weg zu Gott war steinig und hat noch lange gebraucht. Also der Teufel hat mich oft wieder zurückgezogen auf meinem Weg zu Gott. Und ganze Sache habe ich erst vor 3 Jahren mit Jesus gemacht. Also ich wusste nicht, was Wiedergeburt ist. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Ich dachte, Jesus wäre irgendwie ein netter Mensch von nebenan, weißt du? Sollen wir gleich noch darauf gucken, wie das war. Aber ich finde, da ist eine tiefe Message drin, dass, also C.S. Lewis hat mal gesagt, ein bekannter christlicher Autor, dass Gott flüstert, aber wir ihn manchmal nicht verstehen. Er spricht ständig, auch in solchen Gottesdiensten, die ja oft in Deutschland relativ leer sind, spricht oft. Aber manchmal, wenn er sein Megafon benutzt, benutzt er leidvolle, schwierige Situationen, weil dann, wenn unser Lebenskonzept so gegen die Wand fährt, dann, leider manchmal erst dann, denken wir so, okay Gott, wie war das nochmal? Was läuft hier falsch mit uns? Weil er uns liebt. Ne? Das passiert. Und es hat diese Wende hervorgerufen, steiniger Weg. Aber was ist denn vor 3 Jahren, wo hast du gerade angesetzt, passiert, dass du sagst, jetzt habe ich nochmal was Neues erkannt? Gearbeitet hat Gott, wie gesagt, seit dieser Zeit mit meinem Sohn an mir. Dann ein Jahr später ist mein Vater auch an den Folgen seines langjährigen Alkoholkonsums verstorben, relativ qualvoll. Ja, da habe ich mich schon angenähert. Ich habe gebetet, ich habe den Kontakt zu Gott gesucht, aber ich wusste noch nicht genau, wer Gott ist und wollte auch noch nicht ganze Sache mit ihm machen. Die Angst war noch zu groß, hätte ja noch was anderes kommen können mit meinem Sohn, das andere Auge hätte betroffen sein können, wurde dann aber nicht. Aber das war so eine unterschwellige Angst, die mich gefangen hielt die ganze Zeit und verhinderte, dass ich mich Gott ganz öffnete. Ne? Und darüber arbeitet natürlich auch der Teufel, er möchte, dass wir Angst haben. Angst lähmt uns und diese Lähmung bedingt, dass wir uns Gott gar nicht öffnen können. Und deswegen war das eine lange Annäherung, als ich dann merkte, ja, das wird und bleibt gut mit meinem Sohn. Ja, mein Vater war begraben, ich habe Frieden mit ihm auch noch vorher machen dürfen. Das ist eine sehr große Gnade, halt noch zu seinen Lebzeiten. Und dann merkte ich, ich entspanne mich langsam. Und dann vor 3 Jahren kam halt dieser Lockdown, ungefähr so vor 3 Jahren. Und da hatte ich Zeit als Musiker. Oh, ich kann nicht mehr auftreten, was mache ich denn jetzt? Vielleicht, wie wäre es mal mit Nachdenken so zwischendurch und mal zur Ruhe kommen. Ja, und dann habe ich natürlich das ganze Revue passieren lassen. Habe auch gesehen, was um uns herum passiert. Viel Böses in der Welt. Bin mit der Konfrontation des Bösen eigentlich auf Gott gekommen. Also ich habe gesehen, wir wären eigentlich regiert von dem Bösen, von Satan in dieser Welt. Weil Gott es ihm erlaubt, gestattet, weil wir Satan gewählt haben im Paradies.
Aber nur noch für bestimmte Zeit, also für begrenzte Zeit. Es dauert nicht mehr lange, dann kommt Jesus wieder. Und wenn es das ultimativ Böse gibt, dann muss es konsequenterweise das ultimativ Gute auch geben. Und so bin ich auch irgendwie über die Logik und die Konfrontation mit dem Bösen darauf gekommen, ja, dann muss es ja auch einen Gott geben. Und dann habe ich wirklich wochenlang gerungen, bitte, dann zeig dich mir, ich möchte auch diese Heilung haben, ich möchte den Heiligen Geist. Also bei mir war das nicht so, Übergabegespräch, gerettet. War nicht so, wirklich. Ich habe das Übergebet gesprochen, das hat mit Sicherheit auch was bewirkt, aber das war schrittweise. Also die Wiedergeburt war bei mir ein Prozess, nicht etwas, was von einer Sekunde auf die andere geschehen ist. Und ich denke auch jetzt, mit dem Heiligen Geist, den ich dann irgendwann geschenkt bekommen habe, der mich auch anleitet jetzt in Verständnis, was die Bibel anbelangt, ich muss am Ball bleiben. Jesus sagt selber, bleibt eng an mir dran, am Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das gilt ja auch für uns Gläubige. Wir können ohne Christus nichts tun. Ein Tag, wenn wir nicht an ihn gedacht haben, da sind wir schon wieder Lichtjahre entfernt, auch als wiedergeborene Christen. Ne? Also von daher, ich habe dann ganze Sache gemacht, aber es hat auch nochmal wirklich, es war ein Ringen. Jakob hast du vorhin genannt. Jakob hat gerungen mit Gott. Und er ist als Sieger hervorgegangen aus diesem Kampf, weil ihn ja, ich meine, keiner kann Gott in dem Sinne körperlich oder sonst wie bezwingen. Aber wenn man mit Gott ringt, dann schenkt einem Gott auch den Sieg in Jesus Christus. Er hat den Sieg errungen am Kreuz. Und der Segen kam natürlich auch über Jakob, nicht durch den Sieg, sondern im Schlaf. Er konnte gar nichts dafür. Jetzt segne ich dich. So, das zeigt uns, wir können nichts tun. Gott segnet uns, wenn er sieht, wir sind bußfertig genug, unser Herz ist offen, wir sind jetzt bereit, wir sind jetzt ehrlich genug, und dann segnet er uns auch. Denn ich denke, er will, dass wir ihn ernst nehmen. Ihm war es bitter ernst, als er ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld. Deswegen möchte er auch, dass wir ihn ernst nehmen. Dann nimmt er uns auch ernst. Ne? Das ist freier Wille. Ich finde es eine wunderbare Geschichte, auch für deine Ehrlichkeit. Echt ein Applaus. Es gibt viele, viele Interviews über diese Geschichte. Es ist eine Geschichte, die wir feiern. Andere finden das sehr befremdlich. Ne? Ja. Aber ich finde es sehr ermutigend, weil wir haben vorher noch so ein bisschen gescherzt, als wir Amazing Grace angestimmt haben, gibt es diese Zeile, who saved a wretch like me, jemand, der so einen Schurken wie mich erlöst hat, so ist Gott. Und wir brauchen alle Gott, wir brauchen ihn mehr. Wir sehen, was es für Auswirkungen auch hat, deine neuen Songs, wenn man mit dir zusammenkommt, geht es irgendwo kurz oder lang auch immer über den Glauben und Gott, bist dieser Missionar. Ich habe noch am Ende eine Frage. Wenn du uns so siehst hier als Community, die es dann später auf Video gucken und du sagst jetzt mit deiner Reise, die ja so, ja, auch so in den Medien unterwegs war, was würdest du jemandem wie uns raten, wenn du einen Tipp hättest, einfach mit auf den Weg zu geben, was wäre das von deiner Reise, wo du sagst, das würde ich dir mitgeben als mein Legacy, mein Vermächtnis? Also erstmal am Ball bleiben. Ja, es gibt genügend Bibelstellen, die zeigen, zum Beispiel die Frau, die Jesus fragt, ob er ihre Tochter heilen möchte. Das war eine freudsche Fehlleistung. Da sagt Jesus erstmal nichts, geht dann weiter und erst beim dritten Mal antwortet er ihr. Wir sollen am Ball bleiben, heißt das. Auch als Ungläubige erstmal am Ball bleiben, um Jesus ringen auch, also um ihn kämpfen, ja, dass wir es ernst meinen. Das ist wichtig. Dann, das ehrliche, unverfälschte Evangelium in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, Jesus ist kein Wunschbrunnen. Jesus ist in erster Linie auf die Welt gekommen, um uns zu erlösen von unserer Schuld. Ja? Natürlich kann er auch Heilung bringen von Sucht, von Krankheit, von anderen Dingen, gar keine Frage. Aber sein Hauptanliegen ist, dass wir dort ankommen, wo wir ankommen sollen. Und manchmal ist es nötig, dass er ganz bittere Krankheit in unser Leben schickt, die uns dann vielleicht auch zum Tod bringt, aber gerettet. Und der Tod hier bedeutet dann trotzdem ewiges Leben, weil wir sind durch die schwere Krankheit zum Glauben gekommen. Deswegen stellen sich viele die Frage, warum lässt Gott das zu? Das ist ja die Hauptfrage. Wenn es Gott gibt, warum lässt er das überhaupt zu? Er lässt es zu, weil er ein gütiger Gott ist und ein liebender Gott. Und ein liebender Gott kann nur Geschöpfe schaffen mit einem freien Willen. Sonst wäre er ein zynischer Puppenspieler. Ja, Gott ist aber kein Puppenspieler. Der freie Wille beweist, dass er es eben nicht ist. Wir dürfen gegen ihn sein. Wir dürfen ihm den Rücken kehren. Wir dürfen sogar Krieg gegen ihn führen. Aber es hat natürlich Konsequenzen. Das dürfen wir uns nicht einbilden, dass es nicht Konsequenzen hat. Es hat Konsequenzen. Gott ist 100% gerecht und heilig.
Wir müssen mal für unseren Stapel Sünden im jüngsten Gericht gerade stehen. Und Jesus hat uns angeboten, ich nehme den weg. Am Kreuz habe ich den weggenommen. Wenn du an mich glaubst, wenn du mich annimmst, ist dieser Stapel weg. Vergessen. Vergessen. Das ist so unverdient gerettet. Und wer das nicht annimmt, ist eigentlich töricht. Und ich war auch so töricht, so verrückt, so dumm, es nicht anzunehmen, weil ich halt zu stolz war, zu hochmütig. Das heißt, wichtig ist erstmal runterzukommen von seinem hohen Ross. Und Stolz trennt uns am meisten von Gott. Stolz. So, wenn wir den Stolz loswerden, wenn wir demütig werden, so wie Jesus demütig wurde, er hat seinen Thron verlassen, hat uns die Füße gewaschen und Sündern. Das ist Demut. Und ans Kreuz gestiegen, als König ans Kreuz gestiegen für unsere Schuld. Ja. Das ist so unverdient. Wenn man das erstmal angenommen hat, dann weiß man eigentlich, dass einem diese zentnerschwere Last vom Herzen fällt, weil sie Jesus uns weggenommen hat. Kein anderer bietet das an. Buddha hat das nicht angeboten. Krishna hat das nicht angeboten. Allah bietet das nicht an. Es bietet nur einer an. Das ist der einzig wahre und lebendige Gott. Jesus. Wow. Guter Satz. Ja, wir danken dir sehr. Du bist ja noch hier, bist nachher noch da, aber wir hören jetzt auch noch einen Song von dir, Ewigkeit, was auch noch ganz gut anschließt an deinen Gedanken. Und wir danken dir so, dass du hier bist und bei uns bleibst, mit dir noch sprechen können. Ja. Vielen Dank.